Der durch Corona stark betroffenen Kulturbranche will die EU also finanziell wieder auf die Beine helfen. Dabei war es doch gar nicht Corona selbst. Es waren vielmehr die hoffnungslos überzogenen Corona-Maßnahmen, zu denen mein Fazit lautet: Vor Corona habe ich keine Angst. Ich habe Angst vor Regierungen, die immer weiter übergriffig werden und Grundrechte zu Privilegien herabstufen. Aber wie so oft geht es auch nicht hier um die Kulturbranche. Es geht mal wieder um die Agenda der EU. Die EU will die Kulturbranche als Ausdruck von Menschlichkeit und Demokratie nutzen, um eine gemeinsame europäische Identität hervorzubringen, um den Weg zu einer immer engeren Europäischen Union zu ebnen und wähnt sich gar als Schöpfer einer europäischen Öffentlichkeit. Welch eine Hybris! Meine Damen und Herren, eine EU, die Staatsbürger wie unmündige Kinder glaubt, erziehen zu müssen, mithin einen neuen Menschen schaffen will, ist unmenschlich. Eine EU, die durch immer weitere Kompetenzanmaßung das Prinzip der Volksherrschaft aushebelt, ist antidemokratisch. Eine EU, die die kulturellen Identitäten der europäischen Völker zugunsten einer europäischen Einheitsbrei-Identität aufzulösen beabsichtigt, tritt das freie Selbstbestimmungsrecht der Völker mit Füßen. Wissen Sie eigentlich, welches Wort in dem Bericht überhaupt nicht auftaucht, meine Damen und Herren? Freiheit. Nicht ein einziges Mal. Aber wen wundert's? Freiheit kann es unter dem Brüsseler Diktat der schönen neuen Welt ja auch gar nicht geben. Freiheit wäre das Ende dieser EU. Nun, meine Wahl steht fest. Ich wähle Freiheit. Vielen Dank.